Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan, alias One Eye Blind. Vorab, vielleicht erkennt jemand das Gelände wieder. Ich befinde mich wieder auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers in Bergen-Belsen. Ja, das letzte Video, was ich dazu hochgeladen habe, war für mich, ich will jetzt nicht sagen Lückenfüller, aber es war ja kurz, erst eigentlich nur kurz und knapp gedacht. Ich denke, naja, gut, wird wahrscheinlich nicht so viele Leute interessieren, wenn ich jetzt hier stehe und was über Bergen-Belsen erzähle, aber ich war so geplättet, so überrascht von dem Feedback, das ich bekommen habe. Es sind mega viele positive Kommentare, auch ein paar negative, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Auf jeden Fall über 200.000 Klicks bisher, fast 2.000 oder ja, es waren eigentlich mehr als 2.000 neue Follower, die vielleicht wegen dem Video dazugekommen sind. Erstmal ein herzliches Dankeschön, ich bin echt platt gewesen und ja, motiviert mich halt noch mehr zu machen, obwohl ich eigentlich mehr für den Bereich Lost Places bin, also eigentlich, also richtige Lost Places, verlassene Gebäude, verlassene Krankenhäuser, verlassene Kliniken. Aber durch dieses Feedback muss ich einfach noch, und weil sich so viele gewünscht haben von euch, einfach noch mal ein Video machen, und deswegen bin ich hier noch mal hergekommen. Was ich allerdings nicht so cool finde, ist bei Negativ, ist klar, jeder hat eine Meinung dazu, da kann sein, dass er meine Videos nicht mag, ist völlig in Ordnung, aber wenn es in den Bereich geht wie Holocaust leugnen, KZs hat es nicht gegeben, da hört für mich der Spaß auf. Das ist ein absolutes No-Go. Also unterlasst bitte solche Kommentare. Die können auch zur Anzeige gebracht werden. Es ist übrigens strafbar, sowas zu posten öffentlich. Lasst es einfach. Das ist nicht cool. Informiert euch bitte vorher ausreichend. Oder, also ich, ja, finde ich absolut nicht cool. Ja, und so Kommentare wie das Tagebuch von Anne Frank ist ein Fake. Das hat sie mit Kugelschreiber geschrieben. Ja, gut, nur ein kleiner, kurzer Kommentar dazu. Sie hat ihr Tagebuch mit Füllfederhalter geschrieben, teilweise mit, ich weiß jetzt nicht, ob es Buntstifte waren, mit roten Stiften. Die nachträglichen Kommentare, ich glaube, es waren die von ihrem Vater, von Otto Frank, die nachträglich hinzugefügt werden. Ja, die waren mit Kugelschreiber, aber sie selber hat nichts mit Kugelschreiber geschrieben. Das wurde auch vom Bundeskriminalamt schon nachgeforscht. Also ihr Tagebuch ist nicht gefaked und nicht mit Kugelschreiber geschrieben. Also da kann man sich auch gerne mal informieren im Internet. Macht das einfach. Lasst so eine doofen Kommentare. Wenn euch das nicht gefällt, das Video geht zum nächsten, klickt weiter. Okay, soll es dazu gewesen sein. Ja, ich nehme euch einfach nochmal wieder mit. Viele haben gefragt, oder ich will nicht sagen gefordert, aber gefragt, geht doch nochmal hin, macht doch gerne nochmal so ein bisschen die öffentlichen Bereiche, erzählt nochmal ein bisschen mehr. Klar, wenn ihr da Bock drauf habt, ich nehme euch gerne mit und let's go. So, ich starte meinen Rundgang jetzt nicht am Haupttor, wo ich das letzte Mal gestartet bin, auch nicht am Dokumentationsgebäude, was eigentlich ein, ja, ein Seiteneingang, den es so gar nicht gegeben hat. Da beginne ich jetzt nicht, sondern ich bin jetzt einfach mittendrin sozusagen. Befinde mich hier vor dem ersten Gedenkstein. Hier im Umkreis von mir seht ihr ja einige Grabsteine. Die stehen nicht stellvertretend für den Platz der Beerdigung von diesen Toten, sondern ja, wurden halt von Privatpersonen einzeln aufgestellt, um an die Verstorbenen zu gedenken. Also es markiert jetzt nicht den Ort der Beerdigung der jeweiligen Person. Deswegen denken nämlich viele, jetzt, das ist so mit der, ja, man kann es schon sehen, sehr ausgetreten, der bekannteste Grabstein hier. Den zeige ich euch gerne mal. Also viele denken, das ist jetzt der Ort, wo Anne und Margot Frank beerdigt worden sind. Das ist aber nicht der Fall. Der steht halt wirklich nur ja, stellvertretend, weil sie selber und ihre Schwester sind jetzt in einem der Massengräber hier beerdigt. Also sie sind nicht direkt an diesem Ort hier beerdigt worden. Und ja, wie man sieht, das ist auch der meist angelaufene Grabstein hier. Also hier ist immer sehr viel Deko, also Blumen, Steine, Schilder. Tja. Und wie gesagt, hier stehen halt auch noch andere Grabsteine von anderen Häftlingen, die hier verstorben sind. Die befinden sich hier überall, auch teilweise so ein bisschen, nicht, ich will nicht sagen außerhalb, aber so in den Bereichen, wo ja, wo nicht so viel rumgelaufen wird. Also das kann ich euch aber nochmal zeigen. So, und ich befinde mich jetzt eigentlich
mittendrin in den Bereichen, wo die ganzen Massengräber sind. Also hier wurden, ja, hier wurde relativ früh damit begonnen, die eher im ganzen Lager herumliegenden Leichen, die hier gelegen haben und natürlich am Verwesen waren. Und es hat dementsprechend auch gerochen hier, wurden halt Gruben ausgehoben und beerdigt wurden, die eigentlich im Endeffekt von, ja nicht von, innen, von ehemaligen Häftlingen, sondern vom zurückgebliebenen Wachpersonal. Also es war eigentlich, war vereinbart, dass das Lager kampflos übergeben wird. Also es wurde kampflos übergeben, hier wurde jetzt nicht noch irgendwelche Befreiungskämpfe geführt. Das Lager wurde am 15. April von den Briten, von den britischen und kanadischen Truppen befreit. Der Kommandant des Lagers, also der damalige Kommandant des Lagers, Josef Kramer, hat das Lager so übergeben. Es war eigentlich vereinbart, dass die, das Wachpersonal abziehen kann, aber ein Großteil wurde hier noch, ja, dann natürlich gefangen genommen. Und auch weibliches SS-Personal, also einige weibliche Aufseherinnen, die hier noch gefangen genommen worden sind, die haben damit, ja, also nicht geholfen, sondern die mussten die Toten hier beerdigen. Also es gibt etliche Aufnahmen, es gibt auch eine Dokumentation, die direkt bei der Befreiung oder nach der Befreiung gedreht worden ist, nicht nur über Bergen-Belsen, sondern die Alliierten haben viele, viele Filmaufnahmen angefertigt und die Doku heißt, die kann man auch bei YouTube, glaube ich, googeln. Bei YouTube googeln ist auch gut. Bei YouTube finden, die heißt Nazi Concentration Camps. Das wurde auch den Angeklagten in den Nürnberger Prozessen vorgeführt. Also während der Nürnberger Prozesse wurde diese Dokumentation auch gezeigt, um halt die Schrecken der ganzen Lager hier im Deutschen Reich nochmal aufzuzeigen. Ja, und die wurden hier während der Bestattung wurden halt einige von den von dem Wachpersonal gefilmt, während sie bestatten mussten. So, hier ist zum Beispiel ein Massengrab, stehe ich schon vor und erzähle die ganze Zeit. Hier ruhen 5000 Tote, April 1945. Also hier wurde eigentlich schon am Tag der Befreiung oder ein, zwei Tage nach der Befreiung wurde damit begonnen, hier die Massengräber auszuheben. Da gibt es Videoaufnahmen, wie die mit, ja, hier tausende von Leichen mit, ja, mit Baggern im Endeffekt in die Massengräber geschoben worden sind. Das sind schon Aufnahmen, die sind schon eine harte Nummer, die ich ja so jetzt eigentlich gar nicht in meine ja in meinen Clip hier von YouTube eigentlich einbringen möchte, weil das ist schon ziemlich harter Tobak. Das kann man halt selber bei YouTube suchen. Das muss ich jetzt hier nicht unbedingt. Also ich will vermeiden, wenn ich jetzt hier Fotos oder Filmaufnahmen aus der Zeit mit einfüge, dass ich halt ja so Aufnahmen, die halt ein bisschen an die Nieren gehen könnten, die möchte ich gerne vermeiden. So, und hier komme ich auch schon am nächsten Massengrab vorbei. Hier ruhen 1000 Tote und das geht halt hier munter weiter. Ne? Dahinter ist dasselbe. Ich weiß jetzt nicht, welche Zahl da drauf steht. Ja, ich habe mir von Mitarbeitern der Gedenkstätte sagen lassen, die Gräber waren seinerzeit oder die waren in den letzten Jahrzehnten noch viel, viel höher. Und ja, durch Verwesungs- Zersetzungsprozesse sind die, sacken die halt immer weiter ab. Das ist, muss man sich mal, also ist schon ein bisschen gruselig, diese Vorstellung. Aber die waren halt wohl wesentlich höher. So, hier ruhen 800 Tote. Und wie gesagt, das ist eigentlich über das ganze Gelände verteilt. Da hinten sind, also hier in dem Bereich sind die meisten Massengräber. Aber auch hinten, wo die, die Baumgrenze ist, wo man die Birken da hinten erkennen kann, auch da sind vereinzelt noch Massengräber vorhanden. So, und hier komme ich an eine Stelle, die auch relativ interessant oder wichtig ist. Dieses Holzkreuz war früher aus, ich glaube, aus Birkenholz. Oder, na gut, ich will jetzt nicht die Holzart, okay, möchte mich jetzt nicht drauf festnageln, aber dieses Kreuz wurde noch am Tag der Befreiung aufgestellt. Ist natürlich dann logischerweise über die Jahre verwittert das, aber dieses Kreuz wird immer wieder erneuert, aber bleibt in den Ausmaßen, genau wie am Tag der Befreiung, immer erhalten. Also die Ausmaße bleiben immer dieselben. So, hier ist noch ein Gesteck. Das sieht polnisch aus. Ich möchte es nicht vorlesen, sonst breche ich mir die Zunge. Nun, der Bereich, wo der Obelisk hier steht, also das ist eigentlich so der Hauptgedenkort, wenn hier öffentliche Veranstaltungen sind. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt irgendwelche Zahlen nenne. Da kann auch mal
eine Angabe nicht stimmen, deswegen bin ich jetzt mal lieber vorsichtig. Ich bin der Meinung, es war 1952, wo die offizielle Gedenkstätte so hier eingeweiht worden ist. Und also wenn irgendwelche öffentlichen Gedenkveranstaltungen stattfinden, sind die meistens hier an dem Ort. Die eigentliche Geschichte des Konzentrationslagers im ganzen Sinne beginnt eigentlich 1943. Im Frühling, ich glaube im April 1943, wurde das Lager oder der Hauptteil des Lagers hier als Zivilinternierungslager Bergen-Belsen gekennzeichnet von der NS-Diktatur. Problem war aber allerdings, ein Zivilinternierungslager unterliegt den Genfer Konventionen. Das heißt, ich hätte hier internationale Kommissionen reinlassen müssen zur Besichtigung. Das wollte man vermeiden, logischerweise. Deswegen hat man das im Juni oder Juli 1943 wieder umbenannt in ein Aufenthaltslager Bergen-Belsen. Das heißt, dieses zivile Internierungslager hat man weggelassen. Man möchte natürlich hier keine internationalen Kommissionen reinlassen und die Zustände sehen, was hier abgegangen ist. Deswegen wurde der Name geändert. Eigentlich wurde von, das jetzt direkt Himmler war oder natürlich auch noch eine andere Person, aber Heinrich Himmler hatte das Lager eigentlich so konzipiert, dass hier Austauschhäftlinge, also Austauschjuden, interniert werden sollten, um diese zum Beispiel gegen deutsche Gefangene in den alliierten Ländern austauschen zu können. Das war eigentlich vorerst oder am Anfang der Hauptgrund, dieses Lager zu gründen. Dann kam aber allerdings im Laufe des Jahres 1944 ging es dann richtig los, dass dann halt Häftlingstransporte aus anderen KZs, die jetzt näher an die Front rückten, hier eingewiesen worden sind. Also es kamen hier 1000 Häftlinge dazu. Im Oktober 1944 zum Beispiel kam Transport mit 1000 Häftlingen, also weiblichen Häftlingen aus Auschwitz hierzu. Unter dem befanden sich zum Beispiel auch Anne und Margot Frank. Ich befinde mich jetzt hier. Wie man sieht, ist wieder ein Massengrab, was hier angelegt worden ist. Da vorne steht auch drauf, da gehe ich jetzt nicht direkt hin. Da vorne steht auch, hier ruht eine unbekannte Anzahl von Toten. Also die genaue Anzahl, die jetzt hier liegt, ist nicht bekannt. Aber dieser Bereich, wo ich jetzt stehe, hier kann man es auch sehen auf dem Foto. Der Bereich, wo ich mich jetzt befinde, gehört ja zum ehemaligen Krematorium. Krematorium war in dem Sinne hier ein Gebäude aus Holz. Also es war kein fertig gemauertes Gebäude. Da standen halt Verbrennungsöfen drin. Zum Kriegsende, vor der Befreiung des Lagers, reicht natürlich die Kapazität dieses Ofens gar nicht mehr aus. Das heißt, die Gefangenen wurden dann hinterher dahinter oder in dem Bereich auf Scheiterhaufen verbrannt. Das heißt, die genaue Anzahl, die jetzt hier verbrannt worden sind, das heißt, wie viele Leichen jetzt hier liegen in dem Massengrab, die kann gar nicht mehr beziffert werden. So, und jetzt begeben wir uns, und hier ist übrigens auch wieder noch ein Grabstein, der jetzt hier mitten im Nirgendwo, würde ich jetzt fast sagen, steht. Jetzt möchte ich eigentlich mal in den Bereich gehen, wo viele Baracken gestanden haben, die man auch so eigentlich ganz normal begehen kann. Ich bin jetzt, wenn ihr das alte Video kennt, im Endeffekt genau auf der anderen Seite, also in diese Richtung, vielleicht kann man das so ein bisschen an den Dimensionen erkennen, in diesem breiten Streifen hier, das war die Hauptlagerstraße in diese Richtung, und genau da hinten, ganz, ganz weit entfernt, ist das Hauptlagertor, von dem ich das letzte Video gestartet habe. Also das ist schon ordentlich Luftlinie, sage ich mal. Und natürlich war das hier vorher alles nicht bepflanzt, bewaldet, das war alles Freifläche. Hier standen halt viele Baracken. Zu dem Bereich der Baracke 9 und 10, wo jetzt momentan viel freigelegt wird, also das Fundament freigelegt wird, da nehme ich euch nochmal mit. Da kann man übrigens im Dokumentationszentrum in dem Gebäude hier kann man viele, viele Fundstücke besichtigen. Teilweise werden sie aber auch noch archäologisch untersucht, habe ich gerade noch mal nachgefragt, ob man da noch viel schon besichtigen kann, aber das wird alles noch untersucht. Hier ruht eine unbekannte Anzahl Toter. Okay. Ja, wie ihr seht, das ist eigentlich im ganzen Lager verteilt. Wenn ich jetzt hier weitergehe, werde ich auch noch einige andere finden. Also schon. Kann man sich so jetzt, also selbst wenn man hier ist, kann man sich es wirklich schwer vorstellen. Zumal, ich sag mal, die Anlage jetzt begrünt ist, oder ein großer Teil. Also das ist jetzt nicht, dass das jetzt hier früher Wald gewesen ist, was man jetzt hier hinter mir sehen kann. Auch das gehörte alles noch zum Lager. Vereinzelt standen auch noch Bäume dazwischen.
So ist das nicht, aber das ist halt alles Lager. Also wenn man sich die Fotos der Befreiung ansieht, ist unfassbar, was hier zwischen, auch zwischen Bäumen, hinter Baracken etc., wie viele Tote hier gelegen haben. Das ist einfach unfassbar. Also ich habe ein Foto in Erinnerung, da hat man im, ich glaube im Mai oder im Juni 45, also rund 2 Monate ungefähr nach der Befreiung, vorne am Eingang ein riesengroßes Holzschild aufgestellt, einmal in Deutsch, einmal in Englisch, wo drauf stand, dass selbst nach der Befreiung bis zu diesem Zeitpunkt 13.000 Menschen noch gestorben sind. Ne? Also es wurde ja halt relativ schnell damit begonnen, ja, die Häftlinge zu versorgen, also mit Essen und Trinken zu versorgen. Problem war allerdings, dass sie gar nicht mehr dran gewohnt sind. Jetzt, ich weiß nicht, was sie bekommen haben oder in welchen Mengen, aber die waren gar nicht gewohnt, jetzt so viel Nahrung auf einmal aufzunehmen, dass sie teilweise deswegen oder daran gestorben sind, weil sie diese Nahrung gar nicht verarbeiten konnten. Also deswegen wurde relativ schnell nach der Befreiung wurde die Notbremse gezogen und denen das halt in kleinen Mengen langsam immer mehr zuzuführen. Das kann man sich, also ich möchte mir gar nicht vorstellen, was für ein oder was in einem Menschen vorgeht, wenn ich jetzt hier durch das Lagertor kommen würde mit meiner Einheit und solche Zustände vorfinden. Also ich wüsste ja gar nicht, damit das kann man sich auch nicht vorstellen, glaube ich. Also das kann man sich einfach nicht vorstellen. Also selbst die Fotografien können das, glaube ich, nicht wiedergeben. Also gibt es ja auch ein Zitat von einem britischen Soldaten, der hier fotografiert hat: Kein Foto kann wiedergeben, was ich hier heute erlebt habe oder was ich hier gerade erlebe. Es ist unfassbar. Also selbst wenn man hier halt auf dem Gelände nicht mehr allzu viel entdecken kann oder sehen kann von Hinterlassenschaften, finde ich es halt einfach immer wieder bedrückend, ja, hier durchzugehen, mir das durchzulesen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon hier gewesen bin, aber ich bin jedes Mal, wie gesagt, tja, neu überrascht, neu bedrückt, wie man es halt nennen möchte. So, wo ich eben gerade darauf zugelaufen war, wieder eins der Massengräber, hier ruhen 2500 Tote. Ja, auch wieder eigentlich fast im Wald gelegen, kaum ein Besucher. Also ich will jetzt nicht sagen, hier verirrt sich keiner her, aber es ist schon relativ am Rand. Da hinten kann man so ein bisschen die Freifläche sehen. Das ist eigentlich, wo die große Masse der Besucher eigentlich immer langläuft. Und hier hinten verirren sich immer die wenigsten hin. Aber selbst hier hinten Massengräber mit Tausenden von Toten. Es ist einfach unfassbar. Wo wir die Zahlen jetzt im Verhältnis zu, ich sage mal, Auschwitz, Sobibor, Chełmno, Treblinka, die Todeszahlen relativ niedrig sind, in Anführungszeichen, hört sich echt also makaber an, aber trotz allem, also dadurch, dass man diese Massengräber noch sehen kann und diese Aufschüttung mit den Inschriften dran, finde ich das echt bedrückend. So, und hier auch teilweise ganz, ganz alte jüdische Grabsteine, die hier sind hier wahrscheinlich auch stellvertretend für die hier Gestorbenen hinterlassen worden sind, kann man jetzt schlecht erkennen. 15. gestorben, 15. müsst ihr mal überlegen, 15.05.45. Also schon einen Monat nach Befreiung. 19.04.45, 4 Tage nach Befreiung. Da kann ich es leider nicht mehr genau erkennen. Ich möchte auch nicht drauf rumkratzen. Aber da ist man eigentlich befreit worden. Jubelt vielleicht den britischen Truppen noch zu, wenn man es noch konnte. Und trotzdem war die Sterbezahl noch so hoch. Ne? Das finde ich halt echt schlimm. Also finde ich schon krass. So, wo ich jetzt hier die ganze Zeit lang spaziere, ist der Bereich des eigentlichen Kriegsgefangenen-Lazaretts. Also das gehörte hier zum Kriegsgefangenenlager. Hier kann man sehen, wie es ist jetzt frei gemäht. Das ist ein Bereich, wo auch Baracken bzw. Gebäude gestanden haben. Die werden halt frei gehalten, damit sie nicht zuwuchern. Damit man sich noch ungefähr vorstellen kann, wo die Gebäude gestanden haben. Hier gibt es eine sehr, sehr bedrückende Aufnahme. Die will ich euch dann noch gleich zeigen, beziehungsweise die Stelle, wo es aufgenommen worden ist. Hier ist übrigens noch, ja, der Rinnstein, nenne ich es einfach mal, der noch original erhalten ist. Also der stammt noch aus der Zeit. Hier ist auch noch ein bisschen Betonreste von der
Straße, schätze ich mal. Hier kann man wieder erahnen, hier hat auch eine Baracke gestanden. So, nachdem ich mich jetzt fast verlaufen hätte, obwohl ich das Gelände wirklich gut kenne, habe ich es doch gefunden. Und zwar ist das jetzt hier Einzellöschwasserbecken, die hier noch existieren. Also es gab natürlich einige. Viele sind halt ja, entfernt worden oder verlandet etc. Man kann es aber noch an den Senken im Boden erkennen. Doch dieses hier ist schon noch recht gut erhalten. Das ist die Treppe, von der ich eben noch schon gesprochen hatte. So, und wenn man genau auf der Stele müsste das Bild auch sein. Ich habe es aber auch schon so gesehen. Wenn man sich jetzt dieses Foto anschaut, so im Hintergrund geht auch noch eine Internierte, schätze ich mal, und die Frau, die hier am Löschwasserbecken Kleidung wäscht. Da habe ich dann wirklich letztes Mal, wo ich hier war, die Treppenstufen gezählt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf der 7. Stufe steht sie. So, wie hat er das fotografiert? Ich schätze mal aus dieser Perspektive. Und ich finde das halt so, ach, so surreal, hier selber zu sein und zu sehen, was hier vor 80 Jahren für Zustände waren. Ich finde es einfach unfassbar. So ungefähr muss das fotografiert haben, wenn man das nochmal zum Vergleich sieht. Und das, was ich eingangs schon erwähnte, auch die, wie gesagt, Bäume, es standen schon. Es werden natürlich jetzt nicht die gleichen Bäume sein, gehe ich mal von aus, aber selbst die Bepflanzung war schon da. Wobei, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn ich mir jetzt hier dieses Bild angucke und mir die Bäume angucke, mit diesen zwei Bäumen, die da so ganz dicht hintereinander stehen, links und rechts auch, das könnte sogar... Naja, ich will jetzt nicht, naja gut, das wäre jetzt wahrscheinlich alles nur Mutmaßungen, aber krass. Also sowas führt mir das halt nahe, dass ich jetzt gerade hier bin, wo das wirklich stattgefunden hat. Ja, also ihr wisst, wie ich das meine. Das ist halt so, jetzt wird es halt noch lebendiger. Erschreckend. Ja, nochmal eine kurze Info zu dem Bereich, in dem ich mich hier befinde, also was Kriegsgefangenenlager war, beziehungsweise Austauschlager, was hier vorne war. Die Baracken, die hier standen, waren nicht aus reinem Holz, also die waren schon teilweise, na gut, mit Fundament sowieso, teilweise gemauert. Und die standen schon, ja, also vor dem Krieg, hat hier in dem Bereich schon einiges an Baracken gestanden. Die dienten aber jetzt nicht für Gefangene, sondern dienten für Arbeiter, die auf dem Truppenübungsplatz, oder also den Truppenübungsplatz gab es ja auch schon vorher, die dort gearbeitet haben, Gebäude errichtet haben. Also es waren ein Lager für die Arbeiter, die hier teilweise noch gearbeitet haben, was dann einfach umfunktioniert worden ist nach dem Krieg. So, und wenn man jetzt hier einfach mal so ein bisschen am Rande, hier kann man wieder sehen, hier stand auch ein Gebäude zur damaligen Zeit, das wird halt immer freigehalten oder ja, so, dass man es noch erahnen kann, erkennen kann. Aber selbst wenn man hier so ein bisschen am Rand, also es sind halt noch Spuren zu finden und es wird ja auch einiges, das zeige ich euch gleich noch, einige Fundamente wieder freigelegt, aber selbst hier überall, ne, Reste von Fundamenten, teilweise überall noch Ziegelstein oder teilweise Teile von Schornstein etc. Also es ist schon noch einiges zu finden, was mein Lost Place Entdecker-Drang jetzt wieder so ein bisschen hochleben lässt. Also wenn man sich so hier am Rand so ein bisschen die Bereiche anguckt, sind schon noch Überreste zu finden, wenn auch nur Brocken, die ja im Unterholz liegen, aber finde ich es halt immer noch trotzdem interessant. Was ich halt super finde, eingangs oder im letzten Video sagte ich ja, dass ja, viel nicht erhalten wird. Es wird natürlich schon, also was historisch interessant sein könnte, wird natürlich noch daran gearbeitet in Form von Jugend- oder Feriencamps, Schulen, Workshops. Hier wird viel gemacht und dann natürlich ja, Fundstücke archäologisch wieder aufgearbeitet. Also das gibt es schon, natürlich. Nur wo ich da mal drüber gesprochen hatte mit einem Mitarbeiter hier, es besteht halt kein historisches Interesse,
jetzt hier jedes Fundament auszugraben. Deswegen auch, was ich im Wald schon gefunden hatte, Fundamente, wobei ich da halt, wie gesagt, schon alleine oberirdisch einige Sachen gefunden habe, so, sei es Porzellan etc., habe ich das am Anfang so ein bisschen erschrocken, dass sowas einfach liegt und nicht groß weiter erforscht, freigelegt wird. Aber es wird halt, das möchte ich korrigieren, es wird halt schon was getan, so ist das nicht. Ja, nur nicht in dem Umfang, wie es ich es mir jetzt wünschen würde oder vielleicht einige andere, aber es müssen auch Gelder fließen, da muss auch Geld für da sein und es muss auch ein Interesse oder ein Ergebnis hinterher dabei rauskommen. So ist es ja nicht. So, und jetzt stehe ich hier wieder beim nächsten Freifläche, also nächste Baracke, die zum Kriegsgefangenenlazarett gehört hat. Und auch hier, ne, hier wird es dann schon ein bisschen konkreter, liegen halt noch Hinterlassenschaften rum. Da vorne kann man vielleicht, ja, das kann man noch erkennen, es liegt halt schon einiges noch rum. Ne? Und je weiter ich mich hier reinbegebe, ich will jetzt nicht sagen, ich kann davon noch ein Gebäude zusammenbauen, aber so einiges ist dann immer noch zu finden. Ach, guck an, hier liegt ja echt, das ist ja, liegen halt wirklich noch viele, viele Steine rum. So, und was ich halt gesehen habe, wenn halt angefangen wird, die Bereiche wieder freizulegen, Fundamente auszugraben, weil hier drunter, naja gut, hier ist es jetzt hügelig, müsste ich wahrscheinlich mit dem Hacken ein bisschen länger scharren, aber in einem Bereich, da hatte ich auch, denke, Mensch, das ist aber hart hier drunter, was ist da los? So, und dann, also jetzt nicht, dass ich gebuddelt habe, aber ne, mit der Hacke so ein bisschen geschart und ich denke, Tatsache, Fundament. Ne, und da war der ganze Bereich, ist wirklich da drunter, unter der Grasnarbe hier ist Fundament drunter, ne, also Beton, richtig. Und wie gesagt, teilweise wird das freigelegt, was ich super finde. Und oben im Ausstellungsraum sind halt im Boden eingelassen viele Glasplatten. Da sind jetzt gerade von den Fundamenten, die sie aktuell freilegen, also Baracke 9 und 10, unendlich viele Ausstellungsstücke. Und das historisch wertvollste wird sogar gerade noch, wurde mir eben gesagt, noch aufgearbeitet. Also ist noch gar nicht freigegeben für die Ausstellung. Aber was da teilweise, also Schuhsohlen, Tassen, Brillen, so kleine, ich weiß nicht, ob es Tabakdosen, will ich nicht sagen, aber Tabak war wahrscheinlich hier nicht erlaubt oder hat keiner gehabt oder durch Beziehungen etc. Aber was da an Flaschen, unfassbar viel. Also, dass das jetzt historisch nicht wertvoll sein soll, ich weiß nicht. Also für mich schon, für andere vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Oh, und ich mache gerade die Kamera aus, wo ich euch mitnehmen wollte. Schon komme ich am nächsten ehemaligen Gebäude vorbei und oh, da wird mein Entdeckerdrang, auch wenn es, natürlich will ich jetzt hier nicht anfangen zu buddeln oder sonst was, das wäre viel zu makaber und das möchte ich auch gar nicht, logischerweise, aber gleich für den nächsten großen Fundamentreste hier, also da kann mir doch keiner erzählen, dass es hier nicht noch interessante Sachen freizulegen gibt. So, während ich mich jetzt gerade wieder in diesem Sauwetter schon wieder, wenn ich ein Video mache, auf der Hauptlanger Straße hier begebe und mich jetzt mal zur Baracke 9 und 10, beziehungsweise zu den Fundamentresten, die gerade freigelegt werden, begebe. Meine kleine persönliche Anmerkung nochmal. Ich habe mit Bekannten, die mit mir darüber gesprochen haben, mit YouTube, ja, YouTube-Kanal ist ja cool, aber machst du nicht eigentlich nur Lost Places? Wieso machst du jetzt so viel zur NS-Zeit? Ich würde da aufpassen, nicht, dass du in irgendeine Ecke gedrängt wirst. Leute, nochmal ganz klar von meiner Seite, mein Standpunkt. Ich war schon immer, seit ich Teenager bin, glaube ich, habe ich mich für die Geschichte interessiert. Nicht nur NS-Zeit, auch Erster Weltkrieg, Weimarer Republik. Kalte Krieg finde ich auch super interessant. Hat also nichts mit NS-Propaganda etc. pp. Zu tun. Ich finde die Geschichte einfach nur super interessant, weil es uns persönlich betrifft. Also hier jetzt gerade hier Bergen-Belsen, fast mittendrin, würde ich sagen, also oder ganz nah dran gewohnt. Hatte überhaupt nichts mit meiner Einstellung zu tun. Da möchte ich mich ganz klar von distanzieren. Was hier früher abgegangen ist zu dieser Zeit, war einfach erschreckend, war ein Verbrechen, will ich in keiner Weise gutheißen. Also ganz klar nochmal eine Distanzierung von mir an der Stelle. Ich finde es halt einfach nur super interessant. Ich habe da Bock drauf, Sachen zu entdecken, was früher hier gewesen ist. Nicht nur hier in Bergen-Belsen, auch andere, selbst wenn es eine Flakstellung war oder ein Tanklager etc. Ich finde es halt super interessant, dieser Entdeckerdrang in mir ist halt da. Ich habe Bock drauf, mir das anzugucken. Ich habe Bock drauf, euch das zu zeigen, weil das scheinbar echt ankommt. Deswegen lasst einfach irgendwelche politischen Schwurbeleien oder das hat es nie gegeben. Anne Frank schreibt im Kugelschreiber, Adolf Hitler ist mit dem Hoverboard gefahren, was auch immer. Hört mit der Scheiße auf einfach. Sorry, wollte ich nicht sagen.
Ich will euch einfach nur Spots zeigen, die mich interessieren, wo ich Lust drauf habe, die ihr vielleicht sehen wollt. Alles andere, macht das woanders, nicht bei mir. Das ist nicht cool, habe ich keine Lust drauf. Ich habe keine Lust, ich lösche ungern Kommentare, weil ich wirklich dafür da bin, offen zu diskutieren. Aber wenn es in die Richtung, was ich vorhin schon sagte, Holocaust-Leugnung geht oder ach, du hast irgendwie sowas, ne? Ja, du hast keine Ahnung oder was weiß ich. Ja, vielleicht habe ich keine Ahnung oder so, aber habt einfach Bock drauf an dem, was ich mache oder auch nicht, dann klickt weiter. So viel dazu. Bla. Sieht ja erstmal auf den ersten Blick gar nicht so klein aus. Aber jetzt stellt euch vor, hier wart ihr mit 1500 bis zu 1500 Menschen eingesperrt. Oder eingesperrt, aber untergebracht. Also, auf eine gepflegte Privatsphäre musste ich hier, glaube ich, verzichten, wenn ich hier geschlafen habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier 1500 Einzelbetten reingepasst haben. Logischerweise waren es keine Einzelbetten. Aber das muss man sich mal vorstellen. Es sieht zwar erstmal relativ groß aus, fast Turnhallengröße. Aber mit 1500 Menschen möchte ich hier nicht drin geschlafen haben. Und es gab halt Baracken, die halt ein Vielfaches kleiner waren und auch hunderte von Häftlingen drin waren. Das war schon heavy. Und wie gesagt, hier wurde die Baracke wurde schon freigelegt oder das Fundament. Hier von Abwasseranlagen noch Hinterlassenschaften und wie gesagt, kleine Fundstücke sind halt hier, die werden jetzt aufgearbeitet, was ich auch super finde. Dazu möchte ich sagen, hier gab es kein fließend Wasser in den Baracken, also das fließend Wasser war hier nicht vorhanden. Also mit Waschen etc. war hier auf jeden Fall nichts. Ne? Und so geht das hier weiter, also hier sind, ich schätze mal, das sieht mir nach, ja, das müsste Toilette gewesen sein, nehme ich an, oder? Also so von Fundamentenform her würde das passen. Das ist die Abwasserleitung. Es geht halt da vorne noch weiter. Und das haben sie hier ganz schön gemacht, muss ich sagen. Also bei den Bereichen, wo jetzt hier kein Fundament mehr vorhanden ist, weil es zerstört ist, das aufgefüllt hier mit Schotter, hier verschalt, dass man die Dimensionen noch gut sehen kann. Das finde ich halt echt schon gut gemacht. Und dass sich darum gekümmert wird. Und dass nicht völlig in Vergessenheit gerät, wie die Dimensionen hier waren. Das finde ich schon gut. Deswegen, das, was ich im ersten Video sagte, doch so ein bisschen revidieren. Es ist natürlich noch viel, viel Arbeit, wenn man das oder größere Sachen noch freilegen möchte. Da ist natürlich noch einiges vorhanden. Aber ich finde halt gut, dass sowas trotzdem gemacht wird. So auch hier. Ich gehe wieder einen Schritt von den Fundamenten weg. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es hier hingeworfen worden ist. Während der Ausgrabungsarbeiten, aber auch hier von den Abwasserkanälen, schätze ich mal, oder Abwasserrohren, je weiter ich reingehe, hier ist trotzdem noch einiges zu finden, ne? Also das ist schon, liegt halt hier im Unterholz. Klar ist bei mir der Entdeckerdrang da, am liebsten würde ich, wenn ich dürfte, könnte ich hier Wochen, Monate verbringen, hier mit dem Detektor rumlaufen. Oder Sachen freilegen, da hätte ich, klar, hätte ich da Bock drauf. Aber wie gesagt, da würde ich ganz schwer die Finger von lassen. Okay, das war eine Wurzel. Da würde ich ganz schwer die Finger von lassen. Das kann richtig, richtig Ärger geben. Das will von euch, glaube ich, keiner. Ich weiß, dass in der Nähe von Halbe in Brandenburg, nichts Falsches erzählen, in Halbe, wo die Kesselschlacht von Halbe war, kurz vor der Befreiung oder Eroberung von Berlin, zählt auch als riesengroße Kriegsgräberstätte der ganze Wald. Wenn man damit, also da gibt es etliche Videos auf YouTube, die mit Detektoren da reinlaufen und suchen und machen und tun. Kann man googeln, ist wirklich so, wenn man da erwischt wird, bis zu 25.000 Euro Geldstrafe. Ich glaube, das ist es nicht wert, oder? Hier sind ein paar Steinreste auszubuddeln oder vielleicht eine Gabel, die ich finden kann. Ich glaube nicht, dass es das wert ist. Deswegen Finger weg. So, genug Lehrstunde von Onkel Stefan. Weiter geht's. So, ich befinde mich jetzt hier in einem, ja, sicherlich auch interessanten Bereich. Das war ein Bereich einer Latrine, das heißt also Klos sozusagen. Konstruktion war denkbar einfach. Betonschächte, so wie hier noch erhalten. Holzbalken drüber oder Holzbretter drüber, Löcher rein. Das muss es als Klo gewesen sein. Was ist, möchte dazu sagen, nicht in allen Lagerbereichen gab, also es gab auch Bereiche, da gab es einfach keine Klos, da wurde hinter die Baracke in Löcher gemacht, auf Deutsch gesagt.
Aber wenn es sowas gegeben hat wie hier, hat das natürlich trotzdem noch nichts mit hygienischen Zuständen zu tun gehabt. Die waren auch gerne mal verstopft oder sind im Winter einfach zugefroren. Dafür gab es sogenannte Klärkommandos. Die mussten dann hier einfach mit bloßen Händen die Hinterlassenschaften wieder rausbuddeln sozusagen. Und das wurde halt gerne mal zur Demütigung oder ja, zur Demütigung und als Strafe für Häftlinge genutzt. Einfach krass. Kann man das hören? Das trägt natürlich sein Übriges zu dieser Atmosphäre hier bei. Wie man es nehmen möchte. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Also das war halt der Sound sozusagen vom Truppenübungsplatz, wo gerade Schießübungen sind. Ist natürlich, wenn man hier das besucht und dessen gedenkt, was hier passiert ist und den Krawall hat, ist halt schon, aber es gehört halt dazu. Die Geschichte von Truppenübungsplatz Bergen ist halt noch weit vor der NS-Zeit. Das heißt, das hat es auch schon vorher gegeben. Aber dass das natürlich einige Besucher hier ja, mit Unbehagen aufnehmen, kann ich nachvollziehen. So, ich befinde mich jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Das Wetter war natürlich wieder ein Traum, wie man sehen kann. Ich bin wieder komplett nass. Die Imprägnierung lässt so langsam nach. Nein, ist noch alles gut, ist noch alles trocken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir einen Kommentar, was ich besser machen könnte, was ihr vielleicht mehr sehen wollt, was ich weglassen soll, wo ich vielleicht nochmal hinfahren soll, wenn ihr irgendwas sehen möchtet. Aber bitte lasst irgendwelche Schwurbeleien, politische Diskussionen, lasst das einfach weg. Macht das woanders, bitte nicht unter den Videos, dafür sind sie nicht da. Ja? Okay, wenn ihr Bock auf weitere Videos habt oder die nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, würde ich mich super drüber freuen. Wie gesagt, wie ich eingangs oder am Anfang erzählt hatte, ich war echt platt, was in den letzten Tagen passiert ist. Macht weiter so. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.